Im Laufe unseres Lebens werden wir nicht nur älter, sondern manchmal auch weiser. Vorstellungen verändern sich, unsere Erfahrungen lassen uns dieses und jenes in einem anderen Licht sehen. Ich habe mir daraus ein kleines Spiel gebastelt. Wenn ich wieder einmal dabei bin, mein Leben auf den Kopf zu stellen und neue Wege gehe, dann stelle ich mir vor, wie würde der Lars von vor 10 Jahren reagieren? Meistens wäre er vermutlich skeptisch gegenüber dem, was ich vielleicht denke. Vielleicht mit einem Lächeln auf den Lippen. Dann geht es weiter. Der Lars von vor 20 Jahren würde mir vermutlich einen Vogel zeigen. Was ich heute denke, das war für mich damals undenkbar, vielleicht sogar verwerflich. Und der Lars von vor 30 Jahren? Dem wäre das wahrscheinlich alles egal. Der würde lieber nach draußen Fußball spielen. Hallo, schön, dass du hier bist. So ein Gedankenspiel relativiert den aktuell wichtigsten Gedanken, lässt mich einigermaßen gelassen meinen Weg weiterstapfen, wohl wissend, dass das, was ich jetzt denke, nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann. Vielleicht sehe ich nach dem nächsten Sturm vieles wieder komplett anders. Mir ist im Moment eine Bibelstelle aus dem 2. Korintherbrief ganz wichtig. Diesen Brief schreibt ein inzwischen schon ziemlich alter Paulus in der zweiten Hälfte der 50er Jahre. Im Laufe seines Lebens hat sich sein Reden von Gott erheblich verändert. Und so kommt er jetzt zu Formulierungen, die ich so beim jüngeren Paulus sonst nicht lese. Er schreibt: Alles aber kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Denn ich bin gewiss, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und unter uns das Wort von der Versöhnung aufgerichtet hat. So treten wir nun als Gesandte Christi auf, denn durch uns lässt Gott seine Einladung ergehen. Wir bitten an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott. Dieses "Lasst euch versöhnen mit Gott" fasziniert mich, denn so herum gedacht geht es nicht darum, dass Gott irgendwie versöhnt werden müsste, sondern wir. Wir sind aufgefordert, unsere seltsamen Vorstellungen von Gott beiseite zu legen. Als Gesandte Christi sagen wir seine Botschaft von der Versöhnung weiter. Eine Botschaft, für die Jesus den Tod auf sich genommen hat. Mit seinem Sterben hat er bestätigt, das, was ich gelebt und gesagt habe, gilt. Und so kann auch ich meine verqueren Vorstellungen von Gott loslassen. Ich kann meine Anklagen gegen Gott zurücknehmen. Er ist nicht der rächende und strafende Gott, für den ich ihn früher gehalten habe. Gott will uns entlasten, freimachen und ermutigen. Ich habe begriffen, dass Gott uns nicht die Strafe, sondern das Leben zugedacht hat. Diese Botschaft ist so einfach, dass die Fischer vom See Genezareth sie verstanden haben. Und so einfach, dass die religiösen Machthaber damals wie heute denken: Das kann ja nicht sein, das ist doch viel zu einfach. Noch heute ist es ja einfacher, die Türen zuzumachen, als sie zu öffnen. Unsere Aufgabe? Tun, was Jesus getan hat. Menschen einladen, sich mit Gott zu versöhnen. Nicht, weil wir so sündig wären, das ist Quatsch, sondern weil wir so blind sind, dass wir seine Liebe nicht erkennen. So kann ich auch zu dem stehen, was mir an mir selbst nicht gefällt, kann akzeptieren, dass das nun halt eben auch zu mir gehört. Allein das hilft mir ja schon, anders mit meinen Macken umzugehen. Mein Gedankenspiel endet dann damit, mir vorzustellen, was der Lars in 20 Jahren aus der derzeitigen Erkenntnis gemacht hat. Ich stelle mir einen Lars vor, der weitergekommen ist auf dem Weg der Versöhnung mit Gott, der in der Lage ist, die Zwiespältigkeiten des Lebens auszuhalten und der dem von Gott in sich näher gekommen ist. Und du?
Wie sieht es bei dir aus? Bis wir uns wiedersehen, bleib gesegnet. Gottes Licht leuchtet in dir.